Beim Kauf einer überbewerteten Aktie sitzen Sie im Fall einer Korrektur auf Buchverlusten. Damit Ihnen das nicht passiert, kann der Aktienfinder nicht nur Qualitätsaktien aufspüren, sondern auch bewerten. Hierfür zeigen wir für jede Aktie den historischen Verlauf von Kurs-Gewinn-Verhältnis, abgekürzt KGV, Kurs-Cashflow-Verhältnis basierend auf dem operativen Cashflow, abgekürzt KCV, und Kursumsatzverhältnis, abgekürzt KUV, an. Beim KGV unterscheiden wir zudem zwischen dem KGV basierend auf dem bilanzierten und dem KGV basierend auf dem bereinigten Gewinn. Zusätzlich blenden wir für jedes angezeigte Multiple den Mittelwert ein, der stets für den ausgewählten Zeitraum berechnet wird. Eine Aktie scheint überbewertet, wenn der aktuelle Wert des Multiples über dem Mittelwert liegt. Eine Aktie erscheint unterbewertet, wenn der aktuelle Wert unter dem Mittelwert liegt. Anhand der Prognosen berechnen wir zudem die zukünftigen Multiples basierend auf dem aktuellen Kurs. Bei Unternehmen mit dynamisch wachsenden Gewinnen, Cashflows und Umsätzen sinken die Multiples schneller als bei langsam wachsenden Unternehmen.